Hey, just hello. Be on the bar. Lads get stuffy sometimes. Bitte. Da bitte. Geht nicht. Mach mal das so. Bitte Schritt mal da noch zwei reinpacken. Und. Auf geht's. Ja, so viel Zeug hier. Beryllium nehmen wir aber mit. Beryllium verbraucht man Beryllium. Aluminium. Such nach Hinweisen zur Allheit. Erstmal auch zum Grab. Das ist die Windturbine. Okay, das ist kein Grab. Ich habe Sachen gefunden. Look at all this. Whoever lived at this homestead seemed to have settled in for the long haul. Ja. Die Ruhestätte des Bürgers entdeckt. Kleidung Frontier. Das sind die Kleidung Frontier, okay. Erinnert so ein bisschen an das Outfit von Barrett. Aufzeichnung des Pilgers. Der leichtgläubige Einfall der Menschen verblüfft mich immer wieder. Meine schlimmsten Instinkte, der böse Geist, bringen mich dazu, sie zu verachten. Doch dann fällt mir ein, dass ich in etwas eingeweiht bin und sie nicht. Ich kann und sollte sie nicht wegen ihrer mangelnden Vision verurteilen, da ich wohl weiß, dass die Scheuklappen sie blind machen. Schließlich trug ich sie einst selbst. Für ihr Wohl hoffe ich, dass sie es eines Tages verstehen, doch für mein Wohl möchte ich in Ruhe gelassen werden. Ah. Der Computer des Pilgers. Ah, okay. Wenn dich die Suche nach den richtigen Antworten hergeführt hat, kennst du auch die richtige Frage. Das ist die Allheit. Ich erwidere deine Frage mit einer anderen. Wenn du meine Aufzeichnungen gelesen hast, antworte das. Was ist die Last der Menschen? Menschen sind nötig, aber auch Wahnsinn. Sie sind zu schwer, eine Diät wäre angebracht. Menschen sind nötig, aber auch Wahnsinn. Wer ist dein größter Gegner? Der Hunter? Ich selbst? Niemand. Der Hunter? Das ist eine Antwort, aber nicht meine Antwort. Finde meine Aufzeichnungen, lies sie aufmerksam. Okay. Ich suche die Allheit. Nötig? Ich selbst. Was ist die Quelle dauerhafter Zufriedenheit? Wachstum. Besser und stärker werden. Ein kühler Drink an einem warmen Tag. Innehalten. Offenheit zum Mitgefühl. Du
kamst hierher, um die wahre Bedeutung der Allheit zu finden. Wenn das noch immer dein Ziel ist, findest du im nächsten Raum einen letzten Teil von mir. Ich habe meine einzig wahre Antwort vor langer Zeit gefunden. Bin noch nicht auf die Art, wie ich es erwartet hatte. Ich hoffe, deine Reise führt dich zur Wahrheit. Was mich gerade so ein bisschen verwundert, ist die Ansage da mit dem Option, die Antwort halt auswählen zu können, der Hunter. Hacker-Leitfaden. Schaden durch ballistische Waffen wird dauerhaft um 5% erhöht. Danke. Ostentit-Verteiler. Credits. Polymer. Ein paar Polymer. Und die letzte Aufzeichnung des Pilgers. Ich kenne die richtige Antwort nicht. Vielleicht erfahre ich sie nie. Mittlerweile aber macht mir das kaum noch etwas aus. Je länger ich hier bin in dieser Welt und dieser Zeit, desto klarer wird, dass ich genau hier sein sollte. Dieses Mal wird es anders. Es geht nicht mehr nur um mich, weshalb ich nicht fliehen muss. Ich kann etwas Eigenes aufbauen, anstatt mich mit etwas herumzuschlagen, das andere in meinem Namen erschufen. Es kann von Nutzen sein. Diese andere Person lasse ich zurück. In dieser Welt gibt es keinen Platz für sie. Sie soll sterben. Ich werde leben, um das gesegnete Universum zu erleuchten. Dies ist das Ende meiner Reise, doch um alles zu wissen, musst du den Anfang kennen. Auf Hyla 2 verbirgt die Insel den Skorpion und der Stachel des Skorpions verbirgt die Wahrheit. Aha. Okay. Badezimmer. Ich möchte aber trotzdem noch mal gucken, was es hier sonst noch so gibt. Gibt es hier noch irgendwas? Aufzeichnung des Pilgers 2. Hier ist die Krux. Um etwas zu erreichen, bin ich auf andere angewiesen. Ich brauche Assistenten, Arbeit, Unterstützung. Dann stellen sie mir Fragen und ich kann mir einfach nicht helfen. Es fängt ganz unschuldig an. Wie kann ein Wissenschaftler zugleich an das Göttliche glauben? Oder ihr Geist ist selbst in irgendeinem idiotischen religiösen Überbleibsel gefangen. Ich kann es einfach nicht sein lassen, das ist meine Schwäche. Ich will, dass sie es verstehen, also versuche ich, so sanft wie möglich sie auf den rechten Weg zu führen. Und dann geht das immer so weiter. Leider nur liegen mir diese Leute wirklich am Herzen. Würden sie es nicht, wäre es so viel leichter. Okay. Hope you've calibrated that thing. Ja, ja, bin dabei. Guck mal, vielleicht sehen wir hier noch eine Aufzeichnung. Und ja, Aufzeichnung des Bürgers 4. Endlich Frieden. Ein bisschen Frieden. Reicht das schon? Ist das komisch? Warum versuche ich komisch zu sein? Haben sie mich endlich in den Wahnsinn getrieben? Gibt es einen Unterschied zwischen einem schriftlichen und einem mündlichen Selbstgespräch? Ersteres scheint akzeptabler als letzteres. Noch einmal. Mein Geist ist mein eigener. Wenn er existiert, reicht das schon, um an alles andere zu glauben. Die Allheit hat mich wiederhergestellt. Diesmal handle ich allein. Fürs Erste. Ich bin mir ein ausgezeichneter Gegner. Das hätte ich wissen sollen, aber glücklicherweise zählt Eitelkeit nicht zu meinen Sünden. So oder so verbringe ich die Zeit in Einsamkeit mit einem schwerkranken Mann oder was auch immer aus mir geworden ist. Ich mag diese Person nicht. Okay. Pilger 3. Heute fragte mein Assistent mich mit sanfter Stimme, ob es irgendetwas gibt, das über der Allheit steht. Ich gab mir so große Mühe, nicht zu brüllen, weil der dieser Frage zugrunde liegende Irrtum so gewaltig ist. Aber er klang ehrlich und ich antworte so gut es ging. Doch wenn selbst mein engster Vertrauter nicht einmal die simpelsten Grundlagen dieser Wahrheit begreift, warum gebe ich mir dann überhaupt die Mühe, es zu erklären? Jedes Wort aus meinem Mund wird verschlungen, falsch gehört, falsch erinnert, missverstanden und fehlübersetzt, noch bevor ich den Irrtum aufklären kann. Menschen sind nötig, aber auch Wahnsinn.
Ich wollte mich zurückziehen, alleine aufbrechen, auf meine eigene Weise mit der Allheit verkehren, doch sie folgten mir. Was auch sonst. Ja, wenn wir die vorher gesucht hätten, diese, oder vorher gefunden hätten, diese Aufzeichnung, dann wäre das mit der an der Tür auch ein bisschen einfacher gewesen. Aber egal. Trotzdem wundert es mich, dass sie den Hunter erwähnt haben. So, finde den Stachel des Skorpions auf Fühler 2. Uralte Ruine. Auch noch über 2. Oh, der Asteroid macht Party. Landing gear's ready. Was sagen, wie landest du, aber das war ein Berg. Eieiei. Lebe Kosmetikum. Zum Unpraktisch, das sind so die Sachen, die braucht man halt für die ganzen Anzugsmods. Sonst für die Anzugswerkbank halt. Nebelranke. Bringt mir was? Struktur. Bergseitenkras. Bringt mir was? Nährstoff. Nährstoff brauche ich nicht. Oh no! Wir rutschen ab! Mikrobenkontaminierung, okay. Sollten vielleicht ein bisschen gucken, dass wir über das Wasser wegkommen. Muss ja nicht sein, dass wir uns hier Norovirus oder irgendwas holen. Schöne große Arena. Bist du denn? Mit einem Vieh. Sieht komisch aus. Jagend. Ikuradon. What an incredibly beautiful sculpture. I suspect it was placed here for some sort of specific purpose rather than as an artistic statement. Geh auch mal davon aus, dass das nicht hier liegt, weil das schön aussehen sollte. Ich fühle mich so ein bisschen. Ich fühle mich ziemlich beobachtet, muss ich ja zugeben. Aber ihr tut mir nichts, okay? Tue ich euch auch nichts.
Hilfe aktivieren. Wie kann ich diese Prüfe aktivieren? Und vielleicht irgendwie ein Hinweis in der Quest? Finde den Stachel. Nein. Das war's nicht. Fühle mich immer noch nicht wohl mit den ja, dran stehen auch nicht. Erst irgendwas ab. Ach so. Tust du drauf? Ganz. Da. Natürlich auch sagen, das sind die, das ist der Kopf und das sind die Scheren, dann wäre das ja da hinten der Schwanz und dementsprechend der Stachel. Okay. Reise zum letzten Stern, zum letzten Stern im Sternbild Skorpion. Okay. Der Hunter. Peter Quilus schickt mich, ich soll die wahre Bedeutung der Allheit herausfinden. Dann wird es Zeit für Runde 2. Ergib dich oder du stirbst. Was meinst du damit? Güter Aquilus. Na gut, ich docke an. Ich mag den Hunter noch nicht, ich traue dem nicht.
Seals are tight, we're docked. Ich mit dem Hunter. Ruhig. Wohl wartende Begleiter. Jetzt nicht. Introduction. Your success is unprecedented. Before you came, we were just discussing how continued use of force against you is unwise. Wir wollten immer nur reden. Ihr habt uns angegriffen. Yes, we did. We are not a monolithic people. The Starborn are individuals. Some are united in cause, others are in it for themselves. We are all in it for ourselves. Some of us are just more honest. Okay. The emissary threatened your ship, demanded you hand over your artifact. How is that so different from what I did? We needed to warn you off. Every encounter with one of our kind could spell disaster. For whom, exactly? I say whoever can collect them should. Mord wird dadurch auch nicht rechtfertigt, das stimmt. Ich habe vor, dich zu töten und deine Artefakte zu nehmen. Wir drehen uns im Kreis. Ich will dir etwas über die Allheit erfahren. Yes. Let's talk about what really matters. The Unity. You are on the path to it. It is a place, a gateway. It is where we were reborn. Not a relatively expendable Dusty anymore, are you? Look at where you've ended up. Barrett? Unmöglich, ihr habt die sterben sehen. Das ist so ein Barrett! This universe is only the first one you've been to. I've seen hundreds. Where I came from, I was the one who ran to the Eye. I left you behind to protect the artifacts, and the Hunter killed you. One of me, at least. I collected the remaining artifacts, and they opened the way to the center of my universe, and the doorway to an infinite number of others. That is the Unity. When I stepped into it, I became a Starborn. That's how I've entered other worlds, including yours. Wir beide versuchen niemanden ranzulassen. Die Artefakte kommen also aus dieser Allheit, den Tempeln. Ich muss diese Allheit selbst sehen. Aber ihr beide versucht niemanden ranzulassen. This is bigger than all of us. Every universe, the Starborn fight over them. Innocent people die. You've witnessed the power granted by the temples. The anarchy that can be unleashed. Someone has to decide who should get them. Here it comes. The emissary tells you only the worthy should enter heaven. You're twisting what I mean. They're hypocrites. They use the chaos caused by the hunt for the artifacts to establish an order where they decide who's worthy. I attacked your lodge because I wanted the artifacts, and you held me off. You got away. That wasn't some morality play. You didn't survive because of righteousness. You won because of persistence, luck, and skill. As I have done countless times. I was also human once. But what does it matter who or what I was when eternity is within your grasp?
Tatsächlich, das ist Aquilus. Okay, ja. Was wäre Malebar der Allheit? Was heißt das? Hyperkylus? Nein, eine andere Version von ihm. You're learning. My other self wants you to walk the path he walks. To give up. To appreciate the universe you have. Easy for a person who has seen everything, done everything. I think you should see it for yourself. You've never come this far. Not in all the universes I've seen. The path to the unity is opening to you. You're going to tip the scales one way or another. Better your hand be on one of our sides. Ich kombiniere mit einem von euch die Artefakte, wir betreten ihr Allheit. Ich helfe niemandem, der meine Freunde umbringt. Wenn ihr zwei auch immer kämpft, will ich nichts damit zu tun haben. Ne, warum ihr zwei auch immer kämpft? Ich helfe niemandem, der meine Freunde umbringt. There's an infinite number of your friend out there in the multiverse. One is right over there. Besides, why fight me again when you don't have to? I want a truce between all three of us. Give you some time to think over which approach to the unity is the one you want. Mine or the hunter's? Yes, let's see how willing you are to live under someone else's rules. Just remember, one of us isn't trying to judge you. Speichern. Tja, auf der einen Seite, du bist ganz schöner Arsch, du willst mir irgendwas aufdrücken. Sure you have more questions. Ask. You might think the emissary is on your side, but your persistence is what forced them to tell you the truth. Remember that. Ja. Was bedeutet dir die Allheit? Warum tötest du für sie? Whoever created the artifacts and built those temples is playing a game with us. One whose prize is access to the center of all creation. There are no rules. Whoever gets all the pieces wins. And I've won. Over and over. I don't kill for the unity. I find the easiest pathway to it. Warum hast du mich nach deinem Angriff auf die Loge ziehen lassen? Warum? Nee, du hast mich nach deinem Angriff auf die Loge ziehen lassen. Warum? To see what would happen, of course. You might not understand just how many times I've done this. Usually, you're the one who ends up dead, and whoever cries over your body goes on to become the emissary. Sometimes I manage to get you all bunched up and take care of the problem in one go. Sometimes the emissary has gotten to me first, and I never arrive. Hundreds and hundreds of variations of me, packing through Constellation. And it's almost never you. You making it to your ship on your own. That's new. Okay. I took it as a sign. I don't get many of those anymore. Ihr habt euch meinetwegen getroffen? No, we always end up having this meeting at this time. But it's the usual affair. Can we make peace? No. Oh, how tragic. Honestly, I was beginning to wonder why I kept tending. And it's a bad habit I started a long time ago. Perhaps I just like meeting the emissary to gloat. But you have provided something quite new to talk about. Maybe you're a random die roll. Or maybe the Unity is finally responding to all my hard work.
ja. I'll tell you everything I can. Was passiert, wenn man die Allheit betritt? Everything you were before will be gone. Maybe that's why it offers the choice. Compassion? Or is it testing us? Wer war ich in seinem Universum? Wie war ich? Different? I never know who you are when I meet a new version. But so much of you stays the same. It's hard. But each universe is precious in its own way. Mine will never have its original you in it again, as yours won't have its real me. Die Pakte sollen also beschützt werden, damit sie nicht missbraucht werden. You've seen the terror the Hunter causes. Every time a Starborn goes through the Unity, they get more artifacts, find more temples, gain more power. We can't let more like him abuse these gifts to destroy whatever's in their way. Was genau ist das Amilar? When all the artifacts are assembled, the device they create is called the Armillary. In many ways, it's a model of the multiverse itself. Through it, you can reach the Unity. And from there, you can become Starborn. Okay. Before you leave, I want to give you something. A way to another artifact. Also a lesson in how dangerous they can be. Seek the moon of old Earth. There are secrets there you must discover for yourself. Here, to open the way. Danke, ich wollte immer nur antworten. Ihr Sternblüter steht auf eurem, macht ihr selbst ein Bild Unsinn. Gut, ich ziehe mich mal auf den Mond um. Der Mond der Erde im Solsystem. Danke, ich wollte immer nur antworten. Also talk to your colleagues in Constellation. I am sure that they have gathered more information on the remaining artifacts in the fringes of space. Part of me wonders what they will all say about what you have learned. But I will leave that to you. Textbook there. We're free. Letzte Eindrücke, kehre zurück zum Geheimnis der Erde, begib dich zur Nova Galactic Forschungsstation. Und die eine hat sich erledigt. Okay. Ah. Aber so schön und interessant und wie das nicht alles ist. Ich habe leider keine Zeit mehr für heute, weil es geht jetzt auf zur Hochzeit. Schön mit lieben Freunden einen wunderschönen, tollen Tag verbringen. Ein bisschen was trinken, ein bisschen was essen, ein bisschen viel quatschen. Und dementsprechend, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann machen wir weiter die Mainquest. Dann schauen wir mal, was die Allheit ist. Oder The Unity. Bis dahin, macht's gut.